Okay, so, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Und zwar, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, beziehungsweise wenn ihr das hier seht, steht unmittelbar in einigen Wochen Final Fantasy VII Rebirth an. Und ich habe mir gedacht, wir spielen zum Einstimmen natürlich und auch zum Nachverfolgen der Story das erste Spiel nochmal durch. Final Fantasy VII Remake. Wir sind hier schon im Titelmenü und ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein. Wir machen hier natürlich Kamerasteuerung ganz normal und wir gucken uns jetzt immer die Intro-Sequenz an. Ich hoffe gleich, meine Kamera ist geil. Ich muss die Lautstärke mal eben ein bisschen abchecken. Das sieht so cool aus, ne? Nach wie vor. Ich bin so hyped auf das, auf die Erweiterung, ne? Auf die nächste. Also, oder auf das nächste, den nächsten Teil. So, Lautstärke müsste eigentlich so passen, hoffentlich. Der Reaktor. Wie lange ist das jetzt draußen? 3 Jahre? Glaube ich irgendwie so. Sieht immer noch so gut aus. Ich habe ja auch immer noch, also ich habe ja das erste damals, beziehungsweise das Original damals gespielt, aber ist immer noch mein biggest pile of shame. Ich habe es noch nie durchgespielt richtig. Weiß ich nicht. Ich habe mal ein Let's Play angefangen, eins der ersten hier auf meinem Kanal. Aber das ist jetzt auch schon einige Zeit her und ja, da müssen wir es nochmal machen. Ich meine, Speedruns von Final Fantasy VII gehen 7 Stunden, 6,5 Stunden, 7 Stunden. Ich meine, da können wir mal damit auch frei nehmen, ne? Midgar! Lautstärke ist sehr unterschiedlich gerade. Ist ein bisschen schwer, das einzuschätzen. Aber wird schon irgendwie passen. Wer ist das?
Die dreieugigen Wachen. Auf geht's, Rekrut. Rekrut. Okay. Wir spielen mit Controller. Ich muss mir erstmal an die Steuerung wieder gewöhnen. Ich habe ewig kein Spiel mehr mit Controller gespielt. Gab es hier hinten irgendwas? Nee, ne? Man kann sprinten. Oh nein! Die Wachen. Dein Auftritt. Also irgendwas ist... Sekunde mal. Irgendwas ist komisch eingestellt. Auch im Game, glaube ich. Okay, erstmal verhauen wir kurz diese hier. Ja, Problem gelöst. Heiltrank. Level 6. Ne, kann ich nur Pause drücken gerade. Muss ich hingucken. Was zur Hölle? Halt, stehen bleiben! Wir zählen nach dich. Das ist aber nett von dir. Ach ja, stimmt, man muss sich ja so ein bisschen durchkämpfen und die anderen machen gar nichts. ATB-Leiste lädt sich auch ein bisschen mit. Wenn die ATB-Leiste voll ist, kannst du mit A-Kommandos aufrufen. Wissen wir doch auch. Ich kann sogar umblättern. Achso. Hat der gerade Scheiße gesagt? War okay. Außer Zeit, außer des Kämpfens, genau, kannst du Menü aufrufen. Ja, da kannst du rüberspringen. So, ja, ich kenne doch das ganze Spiel. Kann man Tutorials ausmachen? Anleitung. Scheiße, das ist B. Ich habe letztens Switch gespielt viel. Achso, das ist nur nochmal zum Angucken. Ich muss mich erstmal immer an die Steuerung gewöhnen. Einstellungen. Audio. Aber Musik so laut zu haben, ist schon geil, ne? Also im Vergleich zu der Sprachausgabe. Leute, wir lassen es erstmal so. Und dann gucke ich mir das an nach der ersten Aufnahme und dann schauen wir mal, ob wir das zur Not verbessern müssen. Läuft doch. Was für ein Kerl. Ich versuche ja eh in den Zwischensequenzen dann immer nicht so viel drüber zu reden. Mit RB blocken und B kannst du ihn ausweichen. Hab ich den da auf dem Boden versehentlich auch mit erledigt? Ja, ne? Crazy. Bin halt ein heftiger Dude. Das Problem ist... Gefühlt ist irgendwie das Ganze sehr unterschiedlich so von der Lautstärke. Aber vielleicht ist das auch nur mein Gefühl. Mal gucken. Durch Y kannst du Schatztruhen öffnen. Okay, das wird mir wahrscheinlich auch angezeigt, wenn ich davor stehe. Ja. Okay, zwei Heiltränke. Musste man sich hier außerhalb des Kampfes heilen oder wurde man geheilt? Ich weiß es halt gar nicht mehr. Genau, und Kisten kann man kaputt machen mit X einfach, genauso wie du angreifst, und dann kriegst du Gegenstände. Genau, da werden die MP geheilt, jo.
Hallo. Und? Erklärst du mir jetzt endlich, was ein Soldat bei uns will? Schmeißt er seine Karriere für uns hin? Wie hieß er gleich? Sein Name ist Cloud Strife. Oh. Und ja, den Job hat er hingeschmissen. Bei Missionen wie dieser hier kann ein echter Profi im Team nicht schaden. Ich beschwere mich nicht. Denk nicht, ich wäre einer von euch. Wenn das vorbei ist, bin ich weg. Nicht gerade ein Sonnenschein. Hier ist ganz gut, dass halt während der Dialoge der die Hintergrundmusik ein bisschen leiser wird. Bei so einem Gesicht immer doch. Und was stimmt mit meinem Gesicht, nicht? Beryl ist aber auch schon eine Kante von Menschen, ne? Der ist schon... Du würdest wohl kaum so viel riskieren, wenn du nur auf die Pagil auswärst. Du bist wie wir. Dir geht es doch auch um das Wohl unseres Planeten, nicht wahr, Cloud? Nicht wirklich. Komm jetzt. Oh. Du kostest uns viel. Hoffentlich bist du es wert. Das werden wir sehen. Das Bild ist auch so ikonisch. Okay. Genau, was ich noch gerade gleich gucken wollte, ob meine Kamera eigentlich so geil sitzt. Ziel anvisieren. Ja, du kannst irgendwie das Ziel wechseln. Wir müssen sowieso erstmal den Wachhund, glaube ich, kaputt hauen, weil... Na, siehst du, wir haben den Typen dabei gleich mit erwischt. Ah, tschüss. Hat er auch schon gesagt. Genau, ob meine Kamera geil sitzt. Ja, dahinter steht zwar, sind zwar die Items, die ich gerade, glaube ich, kriege. Ich glaube, das blockiert, aber... Das wäre auch egal. Ja, das ist so nett, dass ihr gar nichts macht. Das ist eine echte Hilfe. Cloud. Es gab beim oder jetzt kommt ja das zweite, wie gesagt, raus. Rebirth. Da gab es gar keine Demo zu, ne? Hierzu hatte man ja noch eine Demo, als das hier rauskam. Da kann ich mich dran erinnern. Das habe ich nämlich gespielt, die Demo. Aber beim zweiten jetzt gab es bisher noch gar keine Demo. Oh, Besuch. Für dich. Warum muss ich eigentlich immer alles machen? Warum muss ich das immer alles hier verteidigen? Keine Zurückhaltung. Der hat noch mal einen mitgekriegt, der da rumlag. Das war's dann. So. Ich bin irgendwie noch nicht ganz zufrieden. Manchmal ist die Musik sehr laut, manchmal sehr leise. Ups. Ah, egal. Wir tüfteln das hier schon hin und her. Da drüben. Scheiße. Eine Schatzkiste. Let's go. Ich glaube, hier gibt es sowieso nicht viel zu finden an Gegenständen. Das finde ich so ein bisschen schade, dass man hier in dem Game so alles so mehr oder weniger vorstrukturiert bekommt und so. Und jetzt geht's rein in den Reaktor. Sieht alles so riesig immer aus, ne? Ist so krass.
Beim Original damals war es so ein bisschen anders. Da musste man super viel so, hast du optional bekommen und musste man überhaupt erst finden. Und viel, viel an Kleinigkeiten lief im Hintergrund ab, so, weil irgendwelche Entscheidungen getroffen wurden und so ein Kram. Das war ganz interessant. Und man konnte halt von irgendwelchen random Gegnern eigentlich relativ gute Gegenstände teilweise klauen. Hast du deine Zunge verschluckt? Kuschst wohl immer noch vom alten Herrchen, was? Erbärmlicher Schoßhund! Man wird halt auch so richtig reingeworfen in die Story, ne? Wir ziehen das mit oder ohne dich durch! Die Mako-Reaktoren sind von Baujahr zu Baujahr verschieden. In so einem war ich noch nicht, aber ich finde mich schon zurecht. Oh, krieg ich schon kein Problem. Okay. Hallo. Warte kurz. Bix kümmert sich um die Tür. Ach so. Hallo. Mit der Ruhe. Ha, geschafft. Das ging aber schnell. Was zum? Oh nein. Die Tür. Hey. Hände hoch. Wollte ich auch gerade sagen. wenn du Y drückst, ach ja, genau, man hat ja die Offensivhaltung. Ja, ja, in der Offensive. Ich bewege mich dann langsamer, aber ich mache viel mehr Schaden. Was teilweise echt praktisch ist. Die haben mich getroffen. So, mach die Tür auf. Hallo? Ich habe die Tür gar nicht aufgemacht. Ich habe halt auf Charme geskillt. Hat uns jemand aus der Splittergruppe zugespielt. Na, im Grunde sind wir gegangen. Es gab da ein paar Differenzen. Ha, Kinderspiel. Ja, es gibt hier irgendwie so eine... Wir sind ja so Rebellen-Leute, die ja den Planeten retten für alle, die die Story natürlich nicht kennen. Auch stimmt, diese Mokri-Medaillen findet man. Die sind noch wichtig später zum Eintauschen. Hallo? Und wir stürmen gerade in einen. Geht mich ja eigentlich nichts an, aber der Reaktoren von Shinra, der bösen Organisation, die diese Welt unterjochen will. Und die Musik ist halt einfach so geil, ikonisch. Also gerade für mich oder gerade für Leute, wenn ihr das gespielt habt früher, ihr wisst ihr es, ne? Es ist halt die gleiche Musik und es ist halt. Ist halt super cool. Ich rede mit dir. Tifa und ich. Der ist halt so eine Maschine, ne? Alle haben so eine normale Statur und Barrett ist einfach so ein Tier. Einfach so ein Strongman. Oh. Shinra Präsidentenbüro. Dieses Ungeziefer da auf ihrem Bildschirm nennt sich Avalanche. Das sind wir. Allerdings können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, ob es dieselbe Gruppe ist, die damals das Attentat auf sie verübt hat. Die Untersuchungen laufen. Schon bald wissen wir sicherlich mehr. Während wir essen, während wir seelenruhig schlafen, die gesamte Zeit über, saugt diese riesige Pumpe das Mako aus unserem Planeten. Ohne Rücksicht, ohne Pause. Mann, du denkst wohl, das wäre egal. Mako ist der Lebenssaft des Planeten. Ganz ähnlich wie das tiefrote Blut, das in unseren Adern fließt. Schnallst du nicht? Was passiert, wenn Shinra so weitermacht wie bisher? Du hörst wohl die Schreie des Planeten nicht, du herzloser Großkotz! Kannst du sie denn hören? Und ab! Dann geh zum Arzt. Wow, hat er nicht gesagt. Dir zeig ich's. Vor allem, der wirft mir das halt einfach so vor, ne? Das ist so geil. Ohne irgendwie vorher Gespräch wirft er dir das einfach so vor. Dir ist alles egal, du Räudiger. Du isst bestimmt auch noch Fleisch. Du Schwein. Und er steht da so und dann denkt so, hä, was willst du von mir?
Makoreaktor 1, Betriebsdurchgang. Ab jetzt gilt äußerste Vorsicht. Alles, was auch nur irgendwie verdächtig erscheint, wird abgeknallt. Ist das klar? Das sind automatische Mittelstreckengeschütze. Mit deinem Schwert kommst du da nicht weit. Also lass ihm seinen Auftritt. Ach ja, stimmt, man kann und muss teilweise ja auch zwischen den Charakteren wechseln, mit denen man kämpft. Jo, stimmt. Also ich hab's, hab das Spiel einmal durchgespielt, als es damals rausgekommen ist. Und ich hab's dann, glaube ich, noch einmal irgendwann gespielt, als ich die Erweiterung hier hatte. Wie wechsle ich nochmal? Achso, wird noch gar nicht gesagt. Ich habe auch so einen mega Feuerstoß. Boom! Genau. Und mit Y habe ich den nah. Stimmt, so ist das. Und ich habe es dann noch einmal durchgespielt, als es halt draußen war. Als die Erweiterung draußen war. Wieso kann ich das nicht mit dem 3D-Stick dienen, sondern muss das hier mitmachen? Macht irgendwie nicht so viel Sinn. Na egal. Und hab halt auch die Erweiterung gespielt. Und ich kenne natürlich auch die... Mit... Okay. Also ich kann mit... Ja, Steuerung ist rechts und links über Gegner wechseln. Okay. Oh, was war das denn? Und ich kann, genau, ich kann denen sogar sagen, dass die Magie nutzen sollen. Ja, so langsam kommt so ein bisschen die Steuerung wieder. Also ich habe auch das DLC nur einmal durchgespielt. Vielleicht spielen wir das hier nachher auch noch. Mal gucken, wie die Zeit das so hergibt. Aber es müsste eigentlich ja sein, damit es halt passt, ne? So von da. Weil dann können wir direkt bei Release vielleicht direkt in die neue Story starten. Die Laser sind nach einem Muster programmiert. Wenn sie aussetzen, würde ja Sinn machen. Wenn sie aussetzen, gehen wir durch. Okay. Ich gehe zuerst. Ich stehe einfach auf den Nervenkitzel. Hey! Sieh mir mit deinen himmelblauen Augen ja gut zu. Flirty Jessie. Genau, ich sprinte. Am Anfang habe ich gedacht, es gibt vielleicht einen Erfolg, wenn ich ohne zu treffen durch die Laser komme. Dann habe ich das voll kritisch probiert die ganze Zeit. Und dann gab es gar keinen Erfolg. Das war sehr enttäuschend. Okay. Oh, der ist knapp. Au, aber ich bin durch. Speedrun-Technik. Ist sie hingefallen? Hallo, was soll das heißen? Oh. Wenn die dich erwischen, ist der Name Programm. Dann müssen wir ihn einfach zuvorkommen. Und wir löschen ihn aus, bevor der Auslöscher uns auslöschen kann. Au. Ja, der ist aber... ich hab doch... ne, ich hab Feuer. Bestimmte Angriffe, ja, dann werden die Schock anfällig, genau. Also wenn ich die Schockleiste stagger, dann wird der Schock anfällig und wenn er im Schockzustand ist, kann er nichts machen. Aber der ist sowieso gleich im Schock. Unter Schock, genau, die sind wehrlos und ich mache mehr Schaden. Easy peasy. Genau, wir spielen auf Schwierigkeit normal.
Weil das ist die höchste, die man auswählen kann, wenn man das erste Mal wieder ein neues Spiel macht. Man kann dann erst irgendwann auf schwer, glaube ich, einstellen, wenn man einmal durch ist. Soldatenrang imponierst du hier keinem. Ich wollte wissen, wie alt du bist. Ich bin knackige 24. Nur Blitzbefehl gefolgt, was? Schon gut, kapiert. Bist ein Ersti. Ich bin in der ersten Klasse. Da müssen wir hin. Das hier ist das Zentrum des Reaktors. Der Sprengsatz muss dort runter. Hier geht's runter. Okay. Oh. Sorry. Das war keine Absicht. Kann ich auch so cool runterrutschen? Oh, cool. Ganz nah dran. Ich kann das Marco vermissen. Du solltest echt mal zum Arzt gehen, Kollege. Ich glaube, ich krieg eine Gänsehaut. Vor Angst oder was? Nee, vor Freude. Von diesem Tag habe ich schon als kleiner Junge geträumt. Genau, also, um noch mal die Story so ein bisschen aufzudröseln. Wir sind bei Avalanche angeheuert. Oder von Avalanche angeheuert worden, hier zu helfen, weil die in diesem Reaktor was quasi zu erledigen haben. Was sehen wir natürlich gleich. Und wir haben einfach gesagt, jo, wir brauchen Geld, wir sind arme Schweine, die müssen auch was essen, ne? Wir müssen auch was essen. Und haben gesagt, jo, machen wir. Kein Problem, da sind wir dabei. Und wir sind ja Cloud, wir sind Cloud Strife. Und wir waren mal bei Shinra als Soldat. Und sind da ausgestiegen, weil wir gesagt haben, na, kein Bock mehr zu. Ja. Viel mehr von der Hintergrundstory will ich natürlich noch nicht verraten, weil falls ihr die Story nicht kennt und hierfür auch natürlich wegen der Story seid, könnt ihr euch natürlich überraschen lassen. Der Rest, aber das ist so ein bisschen das, wo das hier so startet. Man wird halt direkt reingeworfen. Und wir sind bei Soldat der erste Rang gewesen, also der höchste, einer der höchsten Soldaten quasi. Und ja. Es gibt, glaube ich, Rang 3 und Rang 2 und 1, glaube ich, ne? Irgendwie so. Weiß gar nicht. Auf jeden Fall, Rang 3 gibt es auf jeden Fall, das weiß ich. Ich weiß aber nicht, ob es davor vielleicht auch noch welche gibt. Oder gab. Keine Ahnung. Ja. Wir haben hierzu ja auch auf meinem Kanal, also nochmal Shoutout dazu. Abo übrigens nicht vergessen. Das Spiel Crisis Core gespielt, als Let's Play vor einiger Zeit. Das ist ja die Vorgeschichte hierzu. Sprich, das spielt im gleichen Universum, nur eine Zeit lang etwas danach. Also wenn ihr da reingeguckt habt, kennt ihr natürlich so ein bisschen die Vorgeschichte. Dass du keiner von Shinras loyalen Schoßhunden mehr bist. Den Sprengsatz bringst du also an. Okay, ich bringe ihn also an. Dir zu Recht vertraut, wenn du einer von uns werden willst. Ich wiederhole mich, aber ich mache das nur fürs Geld. Dann halt's Maul und mach! Ja, ein bisschen wieder borstig, der Barrett, ne? Muss man ehrlicherweise sagen. Muss man ja ehrlicherweise sagen. Oh, oh. What are those? Was ist? Es ist nichts. Und der Timer? Den überlasse ich dir. Ja, komm, wir machen mal 30 Minuten, ist egal. Hast wohl kalte Füße. Nur am Nörgeln. Hast du uns in der Falle gelockt? Pass auf. Ach, nö. Der erste Endboss. Maschinen sind oft stark und Panzer, aber empfindlich gegen Elektrizität. Versuch's mit Witzen. So, wir machen mal eben das. Und dann können wir nämlich Magie. Oh, Barrett hat Vita. Dann heilen wir mal eben Cloud. Dagegen aufwachen!
Das ist ganz gut, dass Bell Vita hat. Das wusste ich gar nicht. Wenn der Gegner versucht, einen Angriff auszuführen, der nicht geblockt werden kann, versuche den auszuweichen. Ich wechsle einfach den Charakter. Sehr gut. Hat er gut, ist er gut ausgewählt, ne? Einige Gegner verlieren Angriffe, die nicht geblockt werden können. Genau, wenn du, ja, wenn du immobilisiert wirst, solltest du halt wechseln, genau. Ups. Verlorene TP kannst du mit Gegenständen heilen, klar. Oh, der hat ganz schön kassiert. Heilige Scheiße. So, jetzt sind wir wenigstens wieder fit. Barrett hat nicht mehr 4 MP. So, jetzt macht er halt irgendwas komisches, glaube ich. Jetzt hat er einen Panzer. Ich muss hier irgendwie hier hinten... Oh, aua. Ja, aua, aua, aua. Ah. Wo sehe ich denn, wie viel Leben der Kern hat? Sehe ich gar nicht. Schade. Au. Ist nicht mehr wieder jetzt. Ist schockanfällig. Lad mal nach. Schieß mal drauf. Jawohl. Schockanleiste mal voll machen da. Aua, aua, aua. Au. Oh, weg, weg, weg. Ich bin im Block-Thema wieder nicht drin, ey, dass man immer blocken kann. Warum ist er hingefallen? Kriege ich ihn in den Schock? No, das ist doch nicht sein Ernst. Hat er kurz vor seinem Schockpack hier nochmal die Kacke gemacht. Dem scheiß Kern. Oh. Das war knapp. Ich glaube, wurde natürlich trotzdem getroffen, weil er ein Trottel ist. Oh, ich habe Limit. Bringt mir aber gerade nichts, weil er hat seine scheiß Barriere. Das heißt, da warten wir mal eben. Jetzt. So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir den in Schock. No. Was? Deine ganze Schockleiste ist weg. The fuck, ey. Doch, 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 doch.
Krieg ich das hin? Nein, er ist weggesprungen. Es kam eine Cutscene. Ich hab's verkackt. Nein. Ich hab's verkackt. Oh, nee. Das wusste ich nicht mehr. Ich hab's gerade noch gesehen, aber ich konnte nicht mehr ausweichen. Au, au, au. Es funktioniert nicht. So ärgerlich, dass ich den Limit verkackt habe. Das au. Dann muss ich das mal einfach mal blocken. Vielleicht wäre er mal eine Option, Leute. Kriegst du nicht in Schock gefühlt, ne? Weil der dann immer seine nächste Phase einleitet. Er ist aber schon ziemlich kaputt, Leute. Er rastet voll aus. Das war's. Yo! Nice, das Finale war gut. Aber das mit dem Limit nervt mich trotzdem leider. Aber egal. Egal, Leute. Egal. Verdient. Los, raus hier. Wedge hat den Fluchtweg gesichert. Raus hier, schnell! Und los, weil hier ist irgendwie alles ein bisschen kaputt. Putti kaputti. Ich glaube, im Originalspiel hat man nur irgendwie so 10 Minuten oder so, um rauszukommen. Irgendwie sowas. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Scheiß drauf. Los! Wir haben doch keine Zeit, Leute. Oh. Da ist gerade irgendeiner vorbeigesegelt, der Typ. Leute!
Sag mal, ich wusste nicht, dass der Zaun hier der größte Gegner ist. Lass mich, ich habe keine Zeit. Hier brennt alles. Der komische Skorpion hat mit seinem Laserstrahl alles kaputt geschossen. Die Sau. So geil, der geht halt immer so langsam, nachdem er irgendeine Fähigkeit gemacht hat oder eine Attacke oder so. Dann hat er so kurz zwei Schritte, wo er langsam geht, weil wir haben auch gar keine Eile. Hier brennt ja auch nichts oder so. Ist bestimmt noch gar nicht warm oder so, weißt du? So. Wir machen alles halt ganz entspannt. Ne? Wie Name da ist beim Spazierengehen im Park, weißt du? So. Können auch mal einen Hund streicheln, wenn er da ist. Kein Stress, ne? Kein Stress. Ja, ich beeile, also ich versuche mich zu beeilen. Ja, aber wenn ich nicht rede, werde ich so nervös. Mach doch, was du willst. So, Wettklettern gegen Barrett. Komm, er hat nur einen Arm. Du musst ihn irgendwo fertig machen. Oh, Cloud, du bist so eine Lusche, ey. Ohne Scheiß. Oh mein Gott. Guck mal, wie früh Barrett einfach oben ist und der hat nur einen Arm. Nein! Ein Termin unten noch? Ja, okay. Ah, oh, wieder neue Soldaten und diese komischen, widerlichen, merkwürdigen Viecher. Die Tür ist jetzt wichtiger. Aber... Hier um mich keine Sorgen. Habt ihr Soldatengeleitschutz? Ex-Soldat. Ex-Soldat. Er lebt noch. Ich wollte gerade sagen, wir sollten uns trotzdem beeilen. Ey. Weil, ich meine, selbst wenn es in einer halben Stunde hochgeht, je weiter wir ja theoretisch davon wegkommen, umso unverdächtiger sind wir ja auch, logischerweise. Ne? Ich meine, wenn wir in... Ach ja, das kommt. Ja. Oh, das hat Schaden gemacht. Geil ist, dass diese Fertigkeiten halt immer relativ stark sind und keine MP kosten. Die kosten zwar einen Fertigkeitenpunkt, okay, aber wenn du den halt nicht brauchst... Also MP, anders als Magie, ne, kostet ja MP halt, klar. So, sind die Fertigkeiten halt dann immer ohne MP und das ist halt ganz... Hier ist noch eine Truhe. Tut mir leid, aber die können wir leider nicht ignorieren. Ja, ein Aether ist gar nicht so unwichtig, glaube ich. Mal in so einem Kampf oder so, wenn ich keine MP mehr habe. Das könnte gut werden. Es ist aus. Da ist noch einer. Er versteckt sich. Nicht wirklich. Los geht's. MP-Heilung. Die Laser sind aus, weil jetzt brauchen wir die Laser nicht mehr. Ach, die sind scheiße, genau. Weil die hier, weil die immer dodgen. Ja, die sind so anstrengend.
Ah, das hat gut gesessen. Weiß nicht, ob der Magie auch zum Beispiel ausweichen kann. Ah, okay. Dem konnte er auch nicht mehr ausweichen. Wo muss ich lang hier? Ah, zwei. Das Blöde ist, glaube ich, wenn ich die nicht treffe, weil die... Wo ist er hin? Aua, da schießt ein Laser. Dann geht auch meine Anzeige nicht höher. Wir können aber Magie... Nein, Magie können sie nicht ausweichen. Und es ist auch gut, dass ich jetzt einen anvisiere. Oh, der ist ja sogar schockanfällig. Guck mal. Look at this. Look at this. Wo ist der? Aber macht der gerade einen Tritt? Hat mich unterbrochen. Nee, doch nicht. Ich bin fast tot. Sau. Also Barrett, ich habe meine beiden Gegner weg. Warum hast du die Geschütze noch nicht weg? Alles muss man hier selber machen, ne? Das ist so echt unfassbar. Da, tschüss. Mein Gott, Barrett, das hätte viel schneller gehen können. Wir haben noch keine Zeit. Hier geht bald alles hoch. I doubt it. Da wurde doch manipuliert. Sir. Ja, das ist halt eine neue Information quasi, die man hat in seinem Space-Handy. Dass die komischen Maschinen, dass der das irgendwie mit zerstört. So, das ist im Original, glaube ich, nicht drin. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht wird das da auch erwähnt, aber ich glaube nicht. Jetzt mach schon, mach schon, mach schon! Oh je. Geht's denn? Warum fällt die mal hin? Glaub mir, ich würde es dir schon sagen, wenn es nicht so wäre. Das fasse ich mal als Ja auf. Große Teile der Stadt sind einfach mal zappenduster. Alle noch da. Kapitel 2. Sogar in einem Stück. Ist das nicht ein bisschen zu heftig? Ich habe die Bombe exakt nach Plan gebaut. Eventuell sind da Makrogase dran schuld. Hoffentlich hat die Stadt nichts abbekommen. Der Planet geht vor. Und was meint ihr? Was stimmt, sie merkt auch irgendwie, also, stimmt, da war was. Dass sie, dass die Bombe nicht hätte so stark sein sollen. Es ist noch ein Stück. Dann los.
Führ uns hin. Okay, geht klar. Passt auf, dass ihr euch keinen Schlag an den Stromleitungen holt. Na gut, ausnahmsweise versuche ich nicht durch Strom zu stören. Graue Böden, graue Wände. Die Inneneinrichter waren aber nicht sehr kreativ. Irgendwas stinkt hier nach vergammeltem Joghurt, findet ihr nicht? Das bin ja ich. Naja, war halt ein schweißtreibender Job. Dafür, dass das hier alles einstürzen kann, gehen wir hier doch recht entspannt lang, oder? Waren das gerade meine schlotternden Knie? Ein ganz schönes Feuerwerk. Raus hier, solange wir können. Ja, wollte gerade sagen, geht doch einfach mal ein bisschen schneller. Katalyse. Ob's am Schießpulver lag? Ja, sie merkt halt, dass die Explosion zu stark war. Es hätte so nicht sein dürfen. Mein Magen hängt echt auf Halbmast. Zu Hause wartet ein gedeckter Tisch. Beim nächsten Mal nehme ich einfach eine Lunchbox mit. Klar. Ist es noch weit, Wedge? Nur noch ein Stückchen. Erstmal nochmal zwei Heiltränke hier looten. Ich habe auch gar keine Karte. Habe ich eine? Doch, ich habe eine Karte hier. Okay. Nur das... Gut, dann mache ich uns mal die Tür auf. Genau, wir haben Reaktor 1 gesprengt, ne? Und ich bei dir. Du schön. Der Sprengsatz ist scharf. Die bombt doch alles hoch, ey. Ja, und ich dümpel so hinterher, so la. Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Unbekannte Affentäter haben eine Sprengung in Mako-Reaktor 1 ausgelöst. Wegen anhaltender Explosionen besteht auch weiterhin akute Brandgefahr. Sektor 1 und Sektor 8 wurden aus diesem Grund zu Gefahrenzonen erklärt. Gebäude in diesen Zonen sind einsturzgefährdet. Es muss mit herabfallenden Trümmern und Splittern gerechnet werden. Bringen Sie sich unverzüglich. Oh nein, wie schrecklich. Allerdings, so war es nicht geplant. War wohl zu viel des Guten. Fällt euch ja früh ein. Wir haben keine Wahl. Wir machen exakt so weiter. Das war nicht der letzte Reaktor, der dran glauben musste. Es geht schließlich um die Rettung der Welt. Also ich glaube, das ist so von Shinra so geplant worden, dass die da den halt quasi stärker haben explodieren lassen. Weil ich glaube, die Absicht halt von mir war nur, oder von unserer Gruppe war nur, dass man sagt, wir sprengen den Reaktor fertig und der ist dann einfach nicht mehr funktionstüchtig sozusagen. Aber dadurch, dass Shinra da selber mit draufgeschossen hat, wurde die Explosion halt viel, viel stärker wahrscheinlich. Also wurde wirklich der ganze Reaktor gesprengt und hat die Stadt in Mitleidenschaft gezogen. Und jetzt können die das natürlich schön sich als Samariter hinstellen und sagen, nee, die Attentäter sind böse und schüren halt noch mehr den Hass auf die Leute halt. Und, Chefe, was nun? Wie geplant. Wir machen uns aus dem Staub. Wir nehmen die letzte Bahn aus Sektor 8. Aufteilen. Wir treffen uns im Zug. Bis später. Okay. Hey. Wo ist mein Geld? Nicht so hastig, mein Lieber. Dein Job ist noch nicht zu Ende. Ja, als ob der mein Geld jetzt einfach hier in der Hand hat. Dabei hat, sozusagen. Gieriger Typ, du. Du Gierschlund. Klapp, klapp. Oh? So was hast du sicher schon gesehen, oder? Eine Heilmateria. Na klar doch. Für dich. Als Dank für deine Hilfe. Das ist nicht nötig.
werde er bezahlt. Ach komm, jetzt nimm schon. Ohne deine Hilfe wäre ich nicht mehr am Leben. Nur die Starken und die mit viel Glück überleben. Keine Ahnung, ob du dazugehörst. Bist ja ein echter Poet. Das ist richtig cringe. Nur die Starken überleben. Worauf du dich verlassen kannst. Na klar. Abbrechen. Warum kein Tutorial? Das ist cool, dass man es abbringen kann. Das ist sehr geil, weil oftmals hat man ein Spiel fünfmal durchgespielt, kann das Tutorial nicht abbrechen und denkt sich so, ja, danke für gar nichts. Ich kenne das. So, aber wir sind am Ende der ersten Aufnahme angekommen. Ich muss eben gucken, ob man hier wird speichern. Wie kann man hier nochmal speichern? Speichern. Eine Aufnahme ist fertig. Wir haben das erste Kapitel abgeschlossen. Wir haben den Reaktor gesprengt. Erfolgreich natürlich, weil wir krasse Sprenger sind. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir spielen auf jeden Fall natürlich weiter. Abonnieren nicht vergessen. Lasst gerne ein Like auf dem Video da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.